Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wrongways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also, die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hat denn die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist da noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1800 in der Konsole Edition. Wir haben, man sieht nicht ganz so viel Kohle derzeit. Und wir müssen aber hier. Ich kann nur zu gut verstehen, dass sich Ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Müssen aber hier, wie gesagt, suchen Sie den Sprengmeister im Steinbruch der Gefängnisdings. Wir müssen irgendwo den Sprengmeister finden. Ist er das hier? Samuel? Kenn ich nicht. Ich verfolge schon seit 15 Jahren in diesem Raum. Da ist er. An Archibald Blake verkaufen. Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. 5000. Na gut, hier, komm mal mit. Er ist bereit zum Transport. Müssen wir, ist das unser Schiff? Was gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen? Okay, wir müssen ja jetzt eigentlich zu uns hoch. Wo ist denn unsere City, das hier? Zur Stelle. Gazelle. Wo ist jetzt hier die? Sind unterwegs. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Oh. Das Problem ist, wir haben keine Kohle. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir hier. Ich weiß nicht, warum wir das Gebäude nicht abbauen. Fehlende Einwohnerzahl 1. Die haben einfach. Wir kriegen nicht genug Geld drin. Das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wir brauchen irgendwie, müssen wir Sachen verkaufen oder ich weiß es auch nicht, was wir da machen. Wahrscheinlich könnten wir hier nochmal Holz machen. Und was ist das für ein Menü? So, müssen da aber natürlich auch eine Straße. So, einmal Holz dahin. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Sägeding. So. Gut, aber wir brauchen auf jeden Fall
Weiß nicht warum, weil die haben die alle Bedürfnisse. Einen Markt brauchen die. Ah, wir brauchen mehr Märkte. Die Bauernhaus, Lagerhaus, Handelskammer. Oder hier? Sag doch an, dass die einen Markt haben wollen. Okay. Natürlich das Problem, ob. Da können wir die ja nicht mehr so richtig hinklatschen hier. Da haben wir einen Markt. Das Käse hier auf jeden Fall. Obwohl da ja ein Markt ist. Ah, ich weiß auch nicht, wir klatschen mal hier trotzdem noch hin. Ja, die haben eigentlich alles da. So, jetzt wollen wir den Sprengmeister mal hier noch angucken. Der Sprengmeister war... Das ist unser Schiff? Seekrebs. Scheint unser Schiff zu sein. So, befehligen Sie das Schiff des Gefängnisses zu Ihrer Insel. Ah, okay. Was gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen? Ich kann das aber nicht befähigen. Eddie Blackwood will in einmal so 4000. Ne, das wollen wir doch gar nicht. Schließen Sie die erste Farbe der Grabungsstätte ab. Bringen. Wie weit noch waren wir vom Festland entfernt? Ist eigentlich könnten sie einfach trinken lassen, aber oh, was für ein glücklicher Sohn, wir haben freie Plätze. Ich weiß nicht, wie wir zu Geld kommen. Das ist natürlich schwierig. Ja? Wir müssen wahrscheinlich versuchen zu gucken, dass wir mal hier irgendwelche Sachen... Sehen wir dann hier mal so eine Warenübersicht. Wir haben ziemlich viele Bretter. Da können wir bestimmt ein paar verkaufen. Waren. Baumaterial, Rohmaterial... So, Bretter könnten wir kaufen, wenn, nee. Wir wollen ja eigentlich verkaufen. Verkaufen können wir ruhig, sage ich mal, 50. Was das Mindestlagerbestand sollte sein, 40. Oder machen wir 30. Okay, das haben wir haben auch relativ viel Fisch. Den könnten wir auch verkaufen. Verkaufen, wenn mehr als nicht 90 oder 80, genau. Genau, das müsste vielleicht noch mal ein bisschen Geld bringen. Was haben wir noch? Wir haben Segel relativ viele. Könnten natürlich auch... Oh, wir haben auch relativ viel Holz. Wir könnten natürlich auch... Schweine haben wir auch relativ viel. Also wir können noch eine Wurstladen können wir noch bauen und wir könnten noch mal Holz bauen. Ein Segel können wir auch. So, verkaufen wir mehr als...
was weiß ich, 80.000. So. Was ist denn hier schon wieder los? Volles Lager. So ein Wurstman könnten wir noch machen. Der Wurstman könnte endlich hier stehen. Hat nur 500 gekostet. Und wir brauchen nochmal Holz, glaube ich. Holz könnten wir. So, und bei Holz könnten wir. Brauchen wir hier so einen Brettermeister. So, der kann da nämlich auch schön sich den Stuff holen. So, wir brauchen trotzdem noch. Könnten wir hier, können wir jetzt hier schon unten ein Haus noch ausbauen? Ja. Das machen wir mal auch. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Da geht's nicht. Hier auch nicht. Na, okay. Geht offensichtlich nur an ein paar Sachen. Fisch, Bretter. Das ist gut. Die bauen da hinten ordentlich. Oh, unsere Bevölkerung ist noch, wir brauchen eine Polizei. Polizeiwache. Da haben wir immer weniger Kohle. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal Kohle. So, Notdienst. Wir brauchen echt mehr Geld. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Noch mehr Gebäude. Nochmal zahlen die dann hier Steuern? Ja, die bringen 6 Taler. Die bringen 6 Taler. Uns fehlt ein wichtiges Gut, das auf dieser Insel nicht hergestellt werden kann. Oh, was denn? Du musst einen Weg finden, es zu importieren. Was soll das für ein Gut sein? Hopfen. Okay. Aber wir brauchen erstmal Bauernhäuser. Hopfen. Hopfen brauchen wir. Müssen wir. Können wir ja hier vielleicht einkaufen. Hopfen. Konsumgüter. Haben wir hier Hopfen dabei? Schnaps. Seife. Können natürlich auch. Hier wird es Hopfen geben. Ja. Kartoffeln haben wir echt. Nichts auf Lager. Verkaufen. Kaufen. Wir versuchen es mal mit 20. Wir müssen auf jeden Fall noch Kartoffeln. Kartoffelfeld anbauen machen wir hier oben vielleicht. Ah, wir haben keine Kartoffeln. Wo haben wir denn hier Kartoffeln? Okay, Bierproduktion, Schweine können natürlich auch Seife produzieren. Genau, wir brauchen vielleicht ein paar Kartoffeln, das wäre nochmal ganz gut.
So. Das Lager ist voll. Oh, es kostet, das Lager ist voll. Was ist denn das hier? Was führt Sie zu uns? Sägewerk. Das haben wir nur 11 verkaufen, das wäre noch eine Variante natürlich. Wo ist denn jetzt hier eines unserer Schiffe? Neue Befehle? Die Gazelle, genau. Die Gazelle kann. Fährt mal hier zu uns. Segel setzen! Ach, warum haben wir denn so viel? Wir brauchen mehr Kohle. Arbeitskleidung fehlt es und Schnaps, Seife und Bier. Oh. Der Archive hat einen Handel in Ditchwater abgeschlossen. Aha. Oh ja, das gab ein bisschen Kohle. Du hast zu viele Leichen im Keller. Ihr habt zu viele Leichen im Keller. Was ist denn mit ihr los? So, wo ist Arbeitskleidung? Was... Was waren hier noch schlecht? Seife. Wir könnten natürlich auch, warte mal, Schwein. Wir könnten noch die Seifenproduktion ankurbeln. Tja, für Seife brauchen wir Stahlträger. Für Seifen und Siederei braucht auch Stahl. Shit. Phase 1 haben wir abgeschlossen. Ich warte noch auf den großen Knall. Na, wir brauchen den Typen. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Wo ist denn die Gazelle? Ist sie jetzt schon mal hier langsam an Ankommen? Da kommt die Gazelle. Ja, der kostet uns zu viel. Ich würde... Also Bilanz ist... Aber warum ist denn das so schlecht? Verwaltung, städtische Institution, Produktionsgebäude kosten so viel. Einwohner bringen aber nur 1218. Was ist jetzt los? Spiel gespeichert. Ja, wir müssen. Wir müssen weitere Wohnungen bauen. Die brauchen einen Marktplatz. Ja, es kostet auch wieder Kohle. Aber so ist es leider. Das ist halt hier so ein ganz komisches. Sag hier ins komische Bauteil. Ist doch scheiße.
So, das machen wir mal hier. Oho. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Dürfen wir auf dem Acker spielen? Was für ein Acker denn? Wir verdienen Geld. Ja, wir verdienen Geld. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt. Oh, 0, wieder 4. Was denn das? Oh, es geht wieder runter. Was ist schon perfekt? Sie haben uns aus der Gosse geholt. Wir brauchen Seife, ja, das ist das Problem. Puh. Wir brauchen Seife. Kann das so gedruckt werden? Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, egal was, sagen Sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Zeitung beeinflusst die Zufriedenheit ersetzbar durch Propaganda. Erwirtschaftet, okay. Was ist denn das? Dieser Artikel hat keinen Effekt. Ich habe mich einmal als Clown in einen Wanderzirkus eingeschlichen. Aber als der Ballon platzte, wurde meine Reportage den Verlegern zu bunt, um gedruckt zu werden. Von mir werden Sie keinen Mucks hören. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ja, naja. Wie deine Zeitung sagt, man kann nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Ja, ist ja gut so. Lauer mich nicht weiter voll. Wir brauchen weitere. Oh, also diese. Ist denn das aber auch mit dem Jensen? Mit diesen. Ja, ich will diesen Artikel nicht mehr. Hopfen, 10 Tonnen. Was sind das hier? Befehligen Sie das Schiff? Sprengmeister brauchen wir auf jeden Fall. Herrlich. Zugang zu Luxuswaren. Ja, wir brauchen Seife, ich weiß. Wir müssen hier jetzt Sachen verkaufen. Jonah steht bereit. So. Wir liefern jetzt Fisch. Und Bora, was ist das? Produktivität, Wartungskosten? Okay, dann fahren wir mal am besten. Das wird jetzt mal selber haben. Steuermann! Sehen Sie? Ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Oh, er hat. Königliche Familie im Stil eines sommerlichen Ausritts. Das machen wir. So, wir müssen trotzdem noch Arbeitskleidung machen und wir müssen gucken. Das hat noch Zähne drauf. Ob der hier noch irgendwas verkaufen kann, wahrscheinlich eher weniger. Wir fahren einfach mal hin. Oh, jetzt haben wir wieder, kriegen wir wieder Geld rein. Was ist da los? Wie sieht's denn mit unserem Weizen aus?
Weizen haben wir auch nicht viel. Weizen haben wir nicht. Wir sollten nochmal Weizen anbauen. Was ist das hier? Wir bauen hier noch Weizen an. Genau, wir wollten ja hier. Wir helfen, wo wir können. Können wir das verkaufen? Kannst du alle haben. Dafür wollen wir. Wir brauchen 8. Kannst du auch alle haben hier. Ist mir egal, ob du mir nur 20 dafür gibst. Und ich nehme dafür trotzdem nochmal. Danke. Ruder übernehmen. So. Ja, wir brauchen Seife. Wir müssen hoffen, dass wir mit der Seife noch mal ein bisschen was erreichen können. 2.500 Laderampen. Oh, wollte ich gar nicht. Shit. Wir haben jede Menge Mehl. Oh. Ei. Sehr schön. So. Bevor wir es nicht mehr können. Was kostet das? 500 Taler. Ja. Okay. Mal gucken, was er sagt, wenn wir jetzt helfen, wo wir können. Das könnten wir noch aufklatschen. Wuscht. Zumindest 40 davon. Und hiervon vielleicht 20 Wuschtwaren. Die fahren wir mal hier hinfahren. Vielleicht brauchen die das. So.
Uns geht das Material aus. Ich weiß, ich muss erstmal liefern. Warum ist er denn nicht zu denen hier? Das ist natürlich Mist. 300 Taler, ich weiß nicht, was ich machen soll. Zielort. Ist das eher ein Kohle? Kauft alles, was sie anzubieten haben. Ja. Okay, wir gucken mal. Jeff ist gleich da, dass wir uns zumindest mal ein bisschen übers Leben halten können. Gleich ist alles das Geld. Krass. Tja. Das Steuern erhöhen vielleicht. Als erster Adjutant Ihrer Majestät bin ich äußerst aufmerksam. Der geringste. Kann ich das nicht? Was Schnaps ist zu wenig und Gaststätte? Kritisch. Der Metallpflug hat einiges. Können wir uns bald nicht mehr leisten. Fehlende Kohle. Und eine Gaststätte auch. Ah, das hätte ich wahrscheinlich viel früher sehen sollen. Shit. Können wir denn hier nicht trotzdem die Steuern etwas erhöhen? Ei. So. Segel setzen. Wo ist denn denn sein Konto? Koordinaten gesetzt. Hat er handelt nicht, oder was? Ja, dann müssen wir doch nochmal zu ihm jetzt zurück. Ruder übernehmen! Ah, wir haben. Auch hier fehlt ein Wirtshaus. Oh, wir kriegen Geld. Aber es darf nicht wieder runtergehen. 68, 67, 35 wieder runter. Oh, ist das ein Mist. Ja, wir haben ja noch Arbeitskraft, aber wir kriegen einfach kein Geld. Und hier fehlt es auf jeden Fall an Schnaps und ein Wirtshaus. Oh, ist das. Oh, wir haben 700 Taler. Das hier baut. Das hier baut, okay. Sehr schön. Dann haben wir zumindest erstmal wieder die Chance,
Wir brauchen mehr Schnaps. Hoffe natürlich, dass er... Was haben wir denn jetzt an... Rohmaterialien? Kartoffeln haben wir ziemlich viel. Wir könnten natürlich noch versuchen, ein bisschen mehr Schnaps... Oh, es geht wieder nach oben. Schnaps. So. Naja. Hier hinten haben wir auch kein Wirtshaus. Die werden wahrscheinlich auch das Problem haben. Genau, gar kein Wirtshaus. Dass die hier definitiv... Wirtshaus brauchen. Können wir erst machen, wenn wir wieder einen Handel haben. Ich habe mir die Konten angesehen. Es ist nicht zu leugnen. Du stehst kurz vor der Pleite. Ja. Wende diese Katastrophe irgendwie ab. Begleichen Sie Ihre Schulden, ne? Das ist gar nicht so einfach. Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Schließen wir jetzt der Phase, ja? Was soll ich denn machen? Ich kann ja hier nichts bauen ohne Geld. Befehlende Schiffe, da brauche ich irgendwie Geld für. Wir helfen, wo wir können. Die Wurstwaren haben noch gutes Geld gebracht jetzt hier. Zumindest ein Tausender. Segel setzen! So, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass es ein bisschen Geld bringt. Guck mal, Wirtshaus ist da. Schnaps geht auch lang hin. Können auf jeden Fall noch mehr Brote bauen. Brote waren, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall noch ein Lagerhaus. Also jetzt sitzt aber hier wirklich ab. Okay. Aber kein Geld, aber es kommt erstmal Geld rein. Das ist schon mal gut. Und wir haben ja jetzt auch schon die Seifenproduktion, die müsste ja jetzt auch angelaufen sein. Genau, wir. Zumindest geht's lang hin. So, jetzt kommt erstmal ein bisschen Geld in die Kassen. Zufriedenheit, Schnaps könnte besser sein, aber es ist erstmal okay.
So. Neue Befehle? Ja. Und zwar verkaufen wir Das wird ein teuflisches Vergnügen. Versprochen. 50 davon und oh, Bretter haben wir jede Menge. Bretter können wir, glaube ich. Da können wir auch einfach mal. Genau. Und du fährst. Bruder übernehmen. Was sagt sie? Das wird ein Vergnügen. Eine Lieferaufgabe an. Gib 4000 Münzen und einen Hof. Man tut, was man kann, um zurechtzukommen. Holen Sie Omeras Leuchtturm ab, gehen Sie nichts an. Holen Sie von Omeras Leuchtturm. Wo ist denn unser anderes Schiff? Ist es hier unten? Okay, das soll. Okay, das fährt da jetzt mal hin. 4000 könnte uns ein gutes Geld bringen, auf jeden Fall. Ja, es ist alles nicht ganz so einfach, das muss man sagen. Ja, weil die Leute sind erstmal ein bisschen froher. Wir kriegen immer noch Geld rein, das ist gut. Es wächst nicht immens, aber es wächst ein bisschen. Was ist hier mit unserem Schiff? Der Seekrebs ist unser Flaggschiff. Fährt jetzt zu dem bekannten Leuchtturm. Holen Sie von einem. Okay, aber es gibt 4000. Das ist gut. Gutes Geld, was wir hier brauchen können. Und wir werden hoffentlich nicht angegriffen oder so. Wir haben 1000 Euro. Wir könnten jetzt sogar diese eine Produktion noch bauen. Aber wir warten mal. Gut. Das Puzzle setzt sich zusammen. Das ist ein Flammenwerfer oder was? Und jetzt? Sollen wir offensichtlich hier hinten entfahren? 10 Tonnen geht sie nichts an. Oh, ein Handel wurde abgeschlossen. Okay, wir springen mal nochmal zurück. Ist das hier unser Ding? Ja, das sieht aus wie unsere Bude. So, irgendwo haben wir doch jetzt hier noch ein Gebäude zu stehen gehabt. Hier, was wir noch bauen wollten. Genau, damit können wir auf jeden Fall. Zweieinhalbtausend. Zweieinhalbtausend haben wir immer noch nicht, aber wir kriegen Geld rein. Wir haben Seife. Das ist auch schon mal gut. Und Fell sind für die Augen anspruchsvoller Kenner bestimmt. Was ist denn das hier hinten? Das ist so wunderbar nah und fern. Da sind wir wahrscheinlich gerade vorbei gesegelt. Oh, hier der Orient. Mit einer goldenen Kuppel. Madame Kahin kennt jede Route exotischen Waren. Schon doch Elefanten und sowas. Okay. Unbesiedelte Insel. Der weite Ozean. So. Hi. Ja, du kannst uns noch mal hier ein bisschen. Bisschen Kohle geben. So. Das dazu. Es wurde eine neue Insel entdeckt, Sawyer.
1200. Wir könnten noch mal. Wir nehmen noch mal ein paar Tonnen Eisen mit, weil wir die noch nicht haben. Steuermann. Oh, das ist ja auch eine schöne Insel auf jeden Fall. Ein bisschen wenig Bauplatz, aber... Ich bin Prinzessin Xing. Oh. Wenn es nicht unhöflich ist, ich interessiere mich sehr für die Gebräuche in Ihrer Welt. Aha. Du bist Prinzessin Xing? Wo kommen wir denn her, Prinzessin? Wo bist du denn? Hier unten? Hier ist aber noch nicht viel los. So. Was geht's hier oben? Blinkt irgendwas? Wo soll denn er das hinbringen? Und sieben ist noch ein bisschen. Okay. Was haben wir hier noch? Wir müssen immer noch dieses Hopfenzeug. Das Gefängnisdirektor schließen die letzte Phase. Das kriegen wir tatsächlich auch erst dann hin. Na, da fährt's. Ah, die 4000 will ich mitnehmen. Das ist nochmal gutes Geld. Gerade verdienen wir ja halbwegs gutes Geld. Das sinkt auch immer wieder. Dann steigt's wieder ein bisschen. Wurde eine neue Insel entdeckt. Die hier. Aha. Wo sind wir? Diese 10 Tonnen geht eh nichts an. Beryl Mauer, Prinzessin Queen Anteile an der Insel River of Stars von Prinzessin abgekauft. Aha. Ich sitze auf glühenden Kohlen. Ich wette, du bist ganz froh, damit durch zu sein. Ja. Clipper, neutral. Na siehst du, das war doch... Jetzt könnten wir eigentlich auch die Mission machen. Und diesen Typen nachholen. Das hat ja glaube ich auch nochmal 4000 gekostet, oder? So. Wo ist denn jetzt diese komische Stadt gewesen hier? Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Das Gesetz ist heute auf Ihrer Seite. Und jetzt fährt er jetzt los, oder was macht er da jetzt? Hätten Sie Schiffbrüchige? Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Ja, der fährt da jetzt hin. Achso, wir sollen den Schiffbrüchige holen. Schoner steht bereit. So, und der soll jetzt Segel setzen. Ja, fahr mal einen Schoner.
unterwegs. Hier zwielichtige Gestalten sind nicht hinter uns, wenn ich das richtig sehe. Oh, das Geld geht schon wieder runter. Ne, er steigt wieder. Sehr schön. So, also wir haben den jetzt an. Er ist ansässig. Schiffe sind Mitte zum Zweck. Haben wir jetzt hier den ersten aufgesammelt? Wer weiterkommen will, muss in Bewegung bleiben. Wo ist denn jetzt hier unser Schiff? Da ist er ja. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Tja, ich weiß jetzt nicht, wo unser anderes Schiff abgeblieben ist. Hier. Zur Stelle. Problem ist, wir können nur zwei von den Truppenteilen retten. Ruder übernehmen! Hätten wir ja ruhig mal. Okay. Ach nee, zwei. Wo ist der nächste? So, okay, ist ja gleich da. Da hinten ist ein Schiffbrüchiger. Mehrere Säule. Was machen die denn da im. Es wurde eine neue Insel entdeckt. Okay. Liefern Sie die. Machen wir mal gleich springen. Sind unterwegs. Das ist ja nicht weit weg. Ist ja im Prinzip hier gleich bei der Gefängnisinsel. Liefern Sie an Bleakworth trostlose Clipper 3 Schiffbrüchige. Oh, jetzt geht es aber auch schon wieder echt runter, das hier etwa 50, 60. Was ist denn da jetzt schon wieder Phase? 120, okay, wir nehmen erstmal ein bisschen Geld, aber die Folge ist so fast zu Ende. Wenn wir mal hier langsam, haben wir ja wieder echt viel, ja, eine Stunde, das ist natürlich eine große Folge gewesen, das tut mir leid. Aber uns von den Ruinen gerettet. Sie endlich damit heraus. Fall erledigt. Und wir haben jetzt wem? Wer ist das denn da? Segel setzen! Wir haben jetzt, glaube ich, endlich hier irgendeinen Typen. Ach, den brauchen wir jetzt erst. Den haben wir jetzt erst gekriegt. Ah, okay. Den haben wir jetzt erst gekriegt.
Wurst kann man wieder gut gehen. Und ein bisschen Steine können wir auch. Bräuchten auf jeden Fall Kartoffeln, glaube ich. Und nochmal so ein bisschen Wolle. Ne? Wolle wäre auch nicht verkehrt. Das ist Ophio. Also das hört sich immer an, als ob der hier... Okay, die Mucke. Kartoffeln könnten wir hier brauchen. Und Wolle. Welche Rohre denn? So, Wolle. Die Gazelle ist ja eigentlich schon auf dem Weg, aber wir haben jetzt hier... die Möglichkeit zu handeln. Wenn wir jetzt hier auf Menge ändern gehen, nee. Was macht er denn jetzt? So, ja, wir noch mal ein bisschen wuscht. Bringt gut Geld und wir haben ein bisschen Steine. Bringt nicht so viel Geld, aber es bringt ein bisschen was. So, Handel abschließen. Naja, gut, den Rest würde ich sagen. Oh ne, hier kommt noch. Da kommt noch Ackerman. Beeinflusst Kartoffelhof und Hofproduktion. So, wir sollten aber mal. Wir haben den Typen noch nicht. Einsatzbereit. Sprechen Sie. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Ja, ich machen weiß wir nicht auch. Genau, was Sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Gut, aber damit soll es das erstmal gewesen sein. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Kinki.